So, hallo auf meinem Kanal Kai in Thailand. Heute bin ich wieder auf einer Baustelle und jetzt habe ich am, was war denn das? Der 6. Mai, genau, da haben wir eine Zeremonie begleitet hier. Könnt ihr gerne hier oben mal schauen. Und da ist das Video verlinkt. Zeremonie vorm Bau, was man so in Thailand dann macht. Aber jetzt gucken wir mal, wie weit das der Bau gedrungen ist. Das heißt, da, wie ich sehe, ist da schon einiges gemacht. Der Frankie kommt auch gleich, da unterhalten wir uns dann ein bisschen mit dem Frankie. Und dann schauen wir mal, was wir für Bilder kriegen und was für Informationen. Okay, Frankie ist jetzt da. Und hallo. Ja, wir haben jetzt eine Weile gewartet. Am 6. Mai waren wir das letzte Mal da zu der Zeremonie. Aber ich zeige euch mal geschwind, so ungefähr soll es ja aussehen. Die ganzen Pläne muss man ja nicht unbedingt zeigen. Aber hier vorne ist ein Bungalow, denke ich, ne, Frankie? Ja, hier ja, vorne genau. Gibt es ein Bungalow. Gästebungalow. Und hinten das Haupthaus mit Pool dann. Richtig, genau. Da kann man es einigermaßen gut erkennen. Moment. Hier auf dem Übersichtsplan, da ist also hier die Zufahrt. Dann ist das der Gästebungalow, der hier vorne also steht. Mhm. Und dann geht es halt weiter direkt zur Garage. Das hier ist alles zu, sodass man da nicht reingucken kann. Und dann ist das Haus quasi in so einem L gebaut. Das hier ist eine Überdachung, damit man am Pool ein bisschen Schatten hat. Das wird wahrscheinlich so halbdurchsichtiges PVC sein. Und dann ist hier der Swimmingpool. Ja, cool. Mit einer wunderschönen Aussicht, so wie es aussieht. Richtig, jetzt gucken ja. wir dann mal rein. Laufen gleich mal vor. Berger, ist einiges gegangen letzte Zeit, obwohl ja doch relativ viel Regen war. Ne? Ihr habt aber trotzdem relativ gut durchgezogen. Ja, ja. Andere Probleme noch gehabt mit Stromausfall oder ja, was ja, war? Klar, ja, klar, sicher. Ist halt immer irgendwas. Ne? Jetzt haben sie vorne an der Hauptstraße über mehrere Tage haben sie da rumgefummelt und rumgebuddelt und so und haben dann einfach den gesamten Strom abgeschaltet bis um 5 Uhr nachmittags. Ist natürlich gut, wenn man das Dach schweißen möchte. Gell? Genau, zum Schweißen ist das super. Ne? Ohne Strom. Okay, laufen wir mal durch. Genau. Aber das sind halt die normalen Schwierigkeiten, mit denen man hier zu tun hat. Richtig. Wenn man hier baut ja. oder auch lebt. Genau. Das ist ja nicht nur das Bauen, bei uns ist ja auch, wir haben Fische, da sind auf einmal die Pumpe aus oder hast das Restaurant an, genau. auf. Oft halt einfach ohne Ansage. Ne? Ja, genau. Das, wenn sie es halt wenigstens, wenn sie den Tag vorher Bescheid sagen würden, wäre es ja überhaupt kein Problem, dann kann man entsprechend planen. Aber, okay, jetzt gehe ich gerade mal noch ein Stück zurück. Dann kann man ja, das hier ist quasi die Einfahrt vorne und hier ist dann gleich der Bungalow für Freunde. Gäste. Und dann kommt man hier runter. Und das wird die ersten Pfosten, werden die Garage dann sein, ne? Ja, genau. Also hier fährt man direkt jetzt in die Garage. Zack. Das heißt Einfahrt von rechts, oder was? Nee. Hier, also ach so, geradeaus rum. Hier macht so einen Schlenker die Straße und dann, oder der Weg rein. Ja. Geht dann hier direkt rein. Dann kann man vorne trocken Richtung Haustür laufen. Ne? Ja. Weil das hier vorne ist später zu. Das haben wir jetzt momentan nur noch auf, damit wir leichter das Material reinbekommen. Ah, ist cool. Dann ist quasi der Eingang gar nicht hier vorne. Nein. Das heißt, du bist ziemlich privat. Ja. Das ist ja, ja cool. Ja. Und auch trocken reinlaufen ist auch immer gut, wenn man hier jetzt parkt. Und dann laufen wir gleich mal den Eingang rein, weil, wie gesagt, Frankie hat gemeint, dieses hier wird noch zugemacht. Genau, genau. Und am besten läufst du mal vor, Frankie, du weißt, wo es nachgeht. Ja, ja. Vorsicht, hier sind Nägel drin. Ja, ja, Baustelle halt. Ja. Normalerweise müssen wir, wenn es jetzt in Europa wäre, müssten wir jetzt einen Helm aufhaben. Ne? Natürlich, Sicherheitsschuhe und Helm. Ja. So wie der gute Mann hier Sicherheitsschuhe anhat. Genau. Das ganz normal in Thailand. Das Lustige ist, ich habe am Anfang, also ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, damals mit Landhouse Pool, ne, da habe ich für unser ganzes Team 2 Paar die Stahlkappenschuhe gekauft. Ja. Jeder hatte 2 Helme, 2 Schutzbrillen, alles doppelt. Ne? Aber keiner hatte was an. Und den Harness, also oben, um sich festzumachen, wenn man auf dem Dach rumklettert und so weiter. Ja. Liegt heute noch rum. Ich glaube, am ersten Tag haben sie es getragen und dann am Tag 2 lag das dann irgendwo rum und dann haben sie es, weiß ich nicht, ob sie es verkauft haben oder irgendwas. Okay, wenn man hier reinkommt, ist dann quasi ein recht großer Raum. Also
wirklich ordentlich groß. Kommt hier noch eine Mauer rein oder bleibt der Raum so? Nee, der bleibt eigentlich so. Also die Idee bei der ganzen Geschichte ist, dass das mehr so eine Art Loftwohnungscharakter hat. Ne? Ja. Also ein riesengroßer Wohnraum. Hier vorne ist dann die Küche, die ist dann aber auch nur so halb abgetrennt durch eine Bar. Ja. Und dann geht's halt hier, ja, so, dann hat man halt diese riesen Panoramafenster, was dann auf dem Pool dann direkt. Genau, fast auf Bodenhöhe, damit schön viel Licht reinkommt. Und dann halt hier vorne sind dann die großen Schiebetüren und da geht's dann direkt zum Pool. Und dieses Zimmer da hinten wird Schlafzimmer sein? Genau, da geht's dann in die Ankleide und. Durch die Ankleide ins Schlafzimmer? Ja. Cool. Also der Raum ist ja riesig. Was hat es hier an Grundfläche? Weißt du das auswendig, das Haus? Das Haus an Grundfläche hat 200, 210 oder sowas, glaube ich. Alles also komplett überdachte, Grundfläche. Grundfläche, ja. Also Terrasse draußen mitgerechnet. Ja, genau, genau. Kann man damit leben, glaube ich. Ja, ja. Sehr gut. Und das hier wird dann quasi die Mauer von außen, was wir eben gesehen haben, richtig, wird genau, hier zugemacht. Genau, genau. Das Einzige, was man da jetzt halt nicht. Die einzige Wand, die da reinkommt, ist das hier. Damit da aus diesem Bereich hier quasi ein Büro oder Gästezimmer werden. Hier kann. In dem großen Raum. Genau. Achso, der hintere Bereich nochmal. Ja, ja, ja. Aber das sind dann, ich glaube, das sind 4 Meter. Moment, mal gucken. 4 Meter, ja. Mhm. Und der Rest ist halt dann dieser riesige Wohnraum. Ah, und hier oberhalb nochmal Gäste oder genau, Haupttoilette das, und Haupttoilette dann fürs genau, genau. Schlafzimmer. Ja, ja. Ja, okay, cool. Das Gästetoilette, damit auch Gäste von draußen, die jetzt nicht irgendwie im Zimmer wohnen oder was, ja, dass die da reinlaufen können. Und dann geht es halt hier in den Privatbereich, also da, ja, wo dann halt Ankleide und Schlafzimmer super ist. Ja. Cool. Und das Schlafzimmer, das haben wir umbauen müssen und zwar ist dieser Bereich, also da hat irgendwie der Architekt, entweder der Architekt geschlafen oder die Leute vom Landamt oder was, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fehlte uns hier ein großer Teil. Ja. Und dann haben wir halt kurzerhand zum Glück mal angestückelt. Zum Glück haben wir tolle Leute dafür, die ich das baue, also Thomas und Jürgen, ja, die halt auch irgendwie entsprechend flexibel sind und auch verstehen, dass halt manche Sachen halt mal vielleicht nicht ganz genauso funktionieren, wie man sich das so vorgestellt hat. Haben wir versucht, das Beste daraus zu machen und haben halt einfach diesen Teil hierhin gemacht. Das heißt, also jetzt ist das Schlafzimmer, was eigentlich auch viel besser ist, weil das Schlafzimmer ist jetzt tiefer. Das geht dann bis hier und bis hier eine Vergrößerung. Und hier haben wir noch ein Fenster reingemacht. Und danach ist nochmal eine Toilette oder Bad? Nee, nee. Was ist das dann hinten dran? Das war quasi nur so ein Arbeitstisch. Ja. Ne? So, das fällt weg, ach so, ist dafür dann hier. Ja, okay. Also eigentlich besser. Ja. Und ist halt ein bisschen größer als dieser Bereich. Dadurch, ja, haben wir ein bisschen Platz gewonnen. Ja, cool. Ja. Ja, und das sind halt so Sachen, also das mach ich dann halt quasi, wie nennt man das, also auf Gehör spielen oder was. Ne? Ach so, oder, ja gut, immer flexibel oder bleiben. Oder einfach auch laufen lassen. Ne? Also ja, wenn halt irgendwas halt nicht passt, wird es passend gemacht. Ja. Und bis jetzt hat das immer super geklappt. Natürlich, wenn die Bauer oder die Eigentümer nachher auch mitspielen. Ich meine, das ist ja, immer klar, so, du musst halt doch relativ flexibel sein. Aber ich schätze mal, in Deutschland musst du auch ein bisschen bisschen danach geben, danach was machen, je nachdem, wie der Plan. Aber hier kann man dann doch relativ flexibler sein. Ja, genau, weil das Schöne ist, er muss jetzt nicht nochmal wieder extra zum Bauamt rennen, ja, und das wieder irgendwie noch ummodeln lassen und warten, bis die Genehmigung dafür da ist. Und dann das macht man dann halt irgendwie direkt. Was ich auch gerade sehe, ist hier oben, ich versuche es mal ein bisschen zu bekommen, frage ich jetzt mal, die Wände jetzt hier oben, da muss ich, sieht man 2 Mauern. Das heißt, die sind auch mit Luftpolster oder werden die gefüllt mit Beton, dass die relativ dick sind? Oder? Nee, das ist ein Doppelwandsystem. Ja. Und zwar, wir verwenden halt die Schamottsteine, weil die ja innen auch nochmal diese Luftkanäle haben. Ja. Und auch härter sind, also die sind widerstandsfähiger als diese Ytong-Steine zum Beispiel. Und machen ein Doppelwandsystem, das heißt, da ist ein Luftpolster drin.
heißt, was dann Geräuschpegel und was dann die Isolation abhängt. Genau, ja, genau. Ja, ja. Ja, also ist für die Isolation super. Und wenn du später auch mal irgendwelche anderen Leitungen noch mal nachlegen willst oder so, ist es auch einfach, weil du machst einfach zwei Bohrungen und dann kann man von da aus reinlegen. Verbinden. Ja, ja, cool. Hm. Und natürlich, es sieht massiver aus und du merkst es auch. Ne? Also wenn du jetzt diese Wände anfasst oder da irgendwie einen Nagel reinhaust oder irgendwie dann bohrst, du merkst das. Das ist viel, viel widerstandsfähiger als jetzt irgendwie so eine Ytong-Wand oder noch schlimmer, die mit den normalen grauen Steinen. Halt. Ja. Mit den grauen Steinen kann man arbeiten bei wo einfach nur was verdeckt werden muss, abgedeckt werden muss. Das zum Beispiel oben, wo der Dachstuhl ist. Oder wenn was zum Verschalen, wenn das Grundfundament gebaut wird und darauf soll was gegossen werden, okay, dann kann man auch mit den Steinen arbeiten, aber ansonsten nehmen wir halt immer diese hier. Ja, cool. Jetzt gucken wir mal nochmal raus, geschwind. Das ist quasi die Aussicht zum Pool. Richtig. Und natürlich, gut, daneben dran, das muss man dann, ist halt so, kannst dem Nachbar jetzt nicht sein Häusle abreißen. Aber grundsätzlich ist es schon eine fantastische Aussicht hier. Guckst du in die Berge hinten dran. Ja. Guck mal das andere Fenster noch mal, das sieht man auch. Da ist nichts mehr hinten dran erstmal. Das heißt, man hat auch dementsprechend Ruhe. Ah, schon coole Aussicht. Und das Grundstück geht ja auch noch ein Stückchen weiter runter, ne? Das geht bis dahin, wo die Bananen. Bananenbäume stehen ungefähr, ja. Okay, und der Pool, der geht ja auch noch weiter raus. Also der Pool, der geht ungefähr bis da, wo diese Holzböcke da stehen. Ja. Okay. Und der Pool, der kommt dann in die offene Fläche hier vorne. Mhm. Dafür habe ich mein anderes Team, also unser alteingesessenes Team, mit dem ich jetzt schon seit 16 Jahren zusammenarbeite oder was halt meine Angestellten halt sind. Und die machen dann halt den Pool. Ja. Aber wir wollten erstmal das Haupthaus erstmal so weit fertig haben, dass sie sich nicht gegenseitig, weil das zwei verschiedene Teams sind, dass sie sich nicht gegenseitig stören. Ja gut, ich meine, die müssen dann später halt noch wahrscheinlich die letzte Wand, weil hier hinten musste ja auch noch rein mit deinem Material. Ja, ja. Das ist dann nochmal durchs Haus, aber im Großen und Ganzen Dach ist drüber. Genau, Dach ist drüber und dann ist von da geht's dann, ab da geht es dann schnell. Ne? Ja. Wenn die Dachstruktur fertig ist. Ja. Dann werden wir mal schauen, wenn es schnell geht. Genau. Ja, also wie ist der Plan? Wann soll das fertig sein ungefähr? Weißt du das? Klar. Ja, also laut Vertrag ist es dann Anfang nächsten Jahres eigentlich erst. Wenn ich mich recht erinnere, im Februar. Aber ich denke mal, dass für Ende des Jahres das wahrscheinlich... Soweit schon wahrscheinlich fertig, so gut. Also, ja. Also, das sollte eigentlich irgendwie bezugsfertig sein. Kann sein, dass am Pool noch ein bisschen was gemacht werden muss, dann, aber soweit sollte es eigentlich. Kommt halt auch darauf an, wie viel Stromausfälle das dann noch hat. Genau, und wie sehr es schüttet halt. Genau, ne? Also weil voll Steigregen ist natürlich schwer arbeiten hier. Ja, genau. Wenn das Dach dann drauf wäre, dann ist es leichter. Schon wieder anders, genau, aus, deswegen sagst du, wahrscheinlich geht es schneller. Genau. Dann kann man halt permanent arbeiten. So, ja, ich hoffe, es war interessant für euch. Und freut euch aufs nächste Video, was dann auch wieder noch ein paar Monate vielleicht geht. Schauen wir mal. Es ist ja eben abhängig von Wetter. Klar, wenn man jetzt hier oben schweißen will und hat Starkregen oder Stromausfall, ist nicht unbedingt optimal. Aber wenn das Dach drauf ist und ich denke auch, wenn sie mal anfangen mit dem Pool, wenn man dann wieder mehr sieht, dann werden wir wieder uns mit dem Frankie treffen. Richtig, genau. Und dann noch mal drüber reden, wie es jetzt weitergegangen ist, was für Schwierigkeiten das vielleicht waren. Und vielleicht ist ja dann auch Thomas und Jürgen dann schon da. Dann können wir uns noch mal, ich hatte mit denen ja schon ein Video gemacht, aber da war der Ton so schlecht, das konnte ich euch nicht zeigen. Und jetzt ein bisschen besser geworden im Ton, hoffe ich. Und von daher werden wir sicherlich noch mal dann ein Video mit denen machen. Ihre Auswanderung, wie sie die Plan haben, oder was für einen Plan, dass sie haben, wie es aussieht und ob sie mit ihrem Haus zufrieden sind. Okay, aber da haben wir noch ein Video dazwischen. Und von daher, ja, lassen wir es mal so. Bis bald in Thailand. Tschüss. Ciao.